Ja, hejo und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich musste ja gerade, wie gesagt, so mitten in der Filmsequenz unterbrechen, weil ich den Part einfach nicht wieder überziehen wollte wie Sau. Deshalb geht es jetzt dann gleich auch wieder weiter mit der Filmsequenz und dem mega nervigen Quidditch-Spiel. Wir freuen uns alle, yay! Ach, wartet, ich kann die Sounds noch ein bisschen hochstellen jetzt. Ich wette, es war McGonagall. Die hat den Troll bestimmt reingelassen. Die schaut schon immer so verdächtig. Der Vorteil daran ist, dass ich vorhin gestorben bin. Also, was heißt gestorben? Meine Energie ist auf null gesunken. Der Vorteil daran ist, dass ich jetzt mit vollem Leben starte. Und ja, es ist immer noch so nervig, dieses Scheißspiel. Dieses Hin- und Hergewackele von diesem dämlichen Schnatz, das ist so zum Kotzen. Warum zum Henker hat das nicht funktioniert? Ich hab ihn. Holy shit! Also man kann dieses Quidditch-Spiel doch sehr, sehr schnell beenden, wenn man denn dann möchte und wenn man es kann. Ich bin so froh, dass ich das so schnell hinter mich gebracht habe. Ja, innerhalb von nicht mal 30 Sekunden. Hauptsache, wir haben Drachen im Gemeinschaftsraum. What the fuck? Haben den Drachen im Gemeinschaftsraum. Der sieht ja gut aus. Oh nee, ich habe trotzdem noch so wenig Leben. Okay, das ist blöd. Also, ich bin getarnt, wie ihr seht. Man kann durch mich durchgucken. Also, ich darf nicht zaubern. So viel ist schon mal sicher. Und irgendwie muss ich gucken. Vielleicht kann ich ja irgendwie hier auf diese Regale drauf. Nein, so auf jeden Fall nicht. Aber ich möchte doch. Uff. Holy. Holy shit. Oh, hier ist eine. Wie cool. Hier ist einfach mal eine Treppe. Okay, für die zwei Bohnen ist mir das auf jeden Fall wert. Hier. Eventuell entdeckt zu werden. Nein, Quatsch. Aber zwei Bohnen sind besser als keine und ich glaube, das waren genau die zwei Bohnen, die mir gefehlt haben zu den 400. Genau. Hey. Ich habe jetzt 400 Bohnen.
der denn? Oh Gott, finde ich es einfach so cool. Au. Glaube ich auch, du Verdammter. Kann man das mal springen? Okay, ich glaube, diese Filmsequenz werden wir jetzt noch öfter zu sehen bekommen. Einfach weil ich es kann. Okay, ich glaube, ich muss einfach mit dem Ganzen warten, bis er hier hinten ist. Und dann kann ich versuchen, die Tür zu öffnen. Geschweige denn, beziehungsweise auch da durchzugehen dann. Vorher wird dort, glaube ich, nichts. Aha, hier oben kriegst du mich nicht. Weg. Tja. Mein Lieber. Geh dahinter, sei lieb. Okay, er hört es egal, wo er steht, merke ich gerade. Also es ist vollkommen egal, von wo aus man den Zauber macht. Man muss jetzt einfach nur warten, bis man, also bis er wieder da hinten ist, damit man dann da durchgehen kann. Wenigstens verprügelt er einen nicht, sodass mir mein halbes Leben hier keine große Gefahr ist. Ich muss dieses Autospringen mal wieder ausstellen, weil sonst springt er immer unglaublich weit. Und das ist nicht gut. Und weiter geht's. Speichern! Oh, speichern ist sehr schön. Dann müssen wir diese Sequenz jetzt doch nicht so oft sehen. Das finde ich so cool, der benutzt einfach immer irgendwelche Geheimgänge und kommt mir einfach gar nicht hinterher. Das heißt, in diesen Zwischengängen hier bin ich immer sicher vor ihm, weil er erst in dem nächsten Raum quasi dann wieder da rauskommt. Aber in diesen Zwischenräumen ist meistens nicht wirklich was zu finden, leider. Finde ich ein bisschen schade. Da ist er nämlich schon wieder. Der gute Mr. Fisch. Ja. So, komm, hoch da. Ich bin gerade wieder ein bisschen still. Einfach, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man still sein muss, damit er einen nicht entdeckt. Das ist so ein bisschen Kopfsache einfach. Hatte ich die Tür nicht gerade schon aufgemacht? Ich weiß nicht. Irgendwie ist das Ganze gerade ein bisschen kurios. Oh, ich habe das Autospringen aus. Ich muss da dran denken. Sonst springe ich ihn ganz oft daneben. Wie komme ich denn dahin? Schaffe ich den Sprung? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss aber warten, bis er wieder weg ist. Nee, habe ich nicht geschafft. Ist aber egal. Die eine Bohne werde ich verkraften. Ich gehe jetzt einfach weiter. Das Lustige ist, wenn man weiß, wo die Geheimgänge sind, beziehungsweise wenn man das Spiel schon öfter gespielt hat und eigentlich wüsste, wo die Geheimgänge sind und es trotzdem irgendwie dann versucht, die zu finden, also zu öffnen, dann klappt das nicht. Weil wenn man die selber sucht, dann sind da gar keine Geheimgänge. Raffi-Türkische? Ja gut, aber das sind ja auch Gänge für ihn und nicht für uns. Heißt im Klartext, ich darf die nicht benutzen. Nein! Scheiße, ich wusste nicht, wo der herläuft. Na, ist ja egal. Man fängt ja zum Glück immer wieder vorne bei diesem Dingsbums an.
Ich könnte jetzt dann theoretisch auch einfach direkt da hochgehen. Ja, kann ich. Das war knapp. Aber hat geklappt. Und jetzt geht's weiter und weiter. Der Vorteil daran, dass man von hier oben quasi zaubern kann. Aber hier muss es noch irgendwo so eine geheime. Ah, da oben. Aber wie zum Henker. Nee. Da komme ich jedenfalls nicht her. Hier muss es aber doch noch irgendeinen Geheimgang geben. Ja, da hinten. Schaffe ich das von hier aus? Nee. Okay, wo ist Filch? Fischi? Fischi? Da hinten. Kommt er jetzt wieder hier längs? Ja, ne? Der rannte beim Kreis. Okay, dann muss ich warten, bis er hier gerade vorbei ist und hinter mir irgendwo. Dann kann ich mal versuchen, da vorne den Flipendo-Zauber zu wirken. Ja, blöde Frage. Über die Bücherregale natürlich. Zack. Ist immer so ein. Das, daran merkt man ich sag mal, Kindermentalität, die dieses Spiel immer noch hat. So, wie komme ich bloß darauf? Es ist natürlich total offensichtlich, wie er darauf kommt. Und man muss einfach bei diesen. Das Schöne ist an diesem Spiel auch einfach, man muss wirklich überhaupt nicht nachdenken, um diese ganzen Rätsel zu lösen. Es ist so mega einfach. Moment mal, muss ich nicht eigentlich da längs? Oder muss ich hier lang? Und das hier war eigentlich nur so ein. Wartet kurz. Ich wette eher darauf, dass du mich nicht kriegst. Ne? Wollen wir? Wollen wir wetten? Wetten, wetten, wetten? Palim? Okay, dann geht's offensichtlich da oben weiter. Das finde ich jetzt gerade so ein bisschen fies, weil ich einfach zum 20.000. Mal da hochgejagt werde. Aber macht nichts. Wir kennen ja den Weg. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier keinen Jump'n'Run machen könnten. Würden müssten. Warum bin ich jetzt hier rüber gesprungen? Keine Ahnung. Oh, da ist ein Wasserspeier. Oh Mann. Ich scheuche den armen Kerl hier aber auch von einer Ecke in die andere, Mensch. Komme ich dann an diesen Wasserspeier ran? Erstmal gar nicht, ne? Oder kann ich da durch das Gitter? Nee, ne? Durch Gitter kann man nicht zaubern. Nein. Das geht nicht, das geht nicht. Oh. Das war knapp. Okay, jetzt habe ich hier so ziemlich alle Türen geöffnet, die man öffnen kann. Kann ich jetzt endlich mal hier raus? Ah, so komme ich an den Wasserspeier ran. Dann muss ich jetzt. Das heißt, damit öffne ich quasi die nächste Tür. Mein Gott, ist das ein Hin und Her. Ist ja auch schreckolisch. Okay. Einmal hier längs. Einmal hier längs. Und hoch. Und einmal Wasserspeier. Okay, das heißt, da kann ich dann da hoch und da oben geht es wahrscheinlich weiter. Gut. Hätten wir das doch schon mal soweit geklärt. So, dann einmal hier rauf. Und einmal hier rauf. Und dann geht es hier weiter.
Und Böhnchen. Ist das schon der nächste Raum oder ist das auch, gehört das noch zu dem alten? Ich glaube, das gehört alles noch zu dem alten Raum. Ja. Oder auch nicht. Jetzt kommt wohl der neue. Okay. Boah. Weiter geht's. Der nächste Wasserspeier. Oh, das wird lustig. Ja. Hey. Heißt, ich darf wieder hier anfangen. Und hier weiter. Ich habe mit Sicherheit mittlerweile auch schon, um endlich mal wieder ein Thema ansprechen zu können hier. Ich habe ja versucht, beziehungsweise ich habe angefangen, die Pottermore-Seite vorzustellen. Und bin ja dann tatsächlich im Haus Slytherin gelandet. Und habe ja dann auch einen ziemlich langen Text zum Haus Slytherin vorgelesen. Und ich muss zugeben, dass mir diese Seite mal wieder so ein bisschen gezeigt hat, dass man die Harry Potter-Welt doch noch nicht komplett kennt, einfach. Und dass es auf dieser Seite einfach noch so unglaublich viel über diese Welt zu erforschen gibt. Das ist so, man sah die Slytherins die meiste Zeit einfach aus einem völlig anderen oder aus einem völlig falschen Licht auch teilweise. Weil man immer der Meinung war, das sind so die schwarzen Magier, der sieht aus wie Sirius. Ohne Witz, der Typ sieht aus wie Sirius. Ja, Sirius Black hier als Gemälde hängen. Jo, was geht? Ich wette, das kann ich. Natürlich kann ich das öffnen. Hui. Ja, genau, diese ganz kleinen Vorsprung, da musst du natürlich raufklettern. Bohnen. Jedes Böhnchen macht ein Tönchen. Gott, wie hoch geht's denn hier noch? Oh, da geht's vor allem tief runter. Da kriegt man Angst. Ja, mich würde einfach mal interessieren. Wow, war das knapp. Mich würde einfach mal interessieren, ob ihr euch dieses Video zu Pottermore denn eigentlich angeguckt habt. Und wenn ihr es getan habt, wie ihr es denn fandet und wie ihr die Seite so an sich fandet. Findet ihr das eine super Idee oder findet ihr das total überflüssig, weil ihr euch denkt, man weiß doch schon genug über Harry Potter? Oder das ist Angst? Oder interessiert ihr euch vielleicht überhaupt nicht dafür und sagt so, ja, nee, das, was ich bis jetzt über Harry Potter weiß, ist mir mehr als genug. Da muss ich jetzt nicht noch eine extra Seite zu haben. Das war jetzt irgendwie Suicide. Bevor ich mich von ihm entdecken lasse, springe ich lieber in den Abgrund. Was zum Henker? Ja, ey, da waren vorher aber andere Farben drin. Ich will die anderen Farben haben. Nein, gut. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich ziemlich begeistert gewesen von dieser Seite und irgendwie, ja. Natürlich ist es nicht mehr ganz so spannend, wenn man die ganzen Bilder dann durch hat. Also ich habe euch ja auch diese Timeline vorgestellt, wo man dann diese ganzen Kapitel von den Büchern nochmal durchgeht. Und nochmal extra diese ganzen interaktiven Bilder hat, die man da durchgehen kann. Wenn man das dann erstmal hinter sich hat, dann gibt es auf dieser Seite natürlich nicht mehr so viel, außer halt die Interaktion mit den anderen. Was allerdings auch sehr, sehr cool sein kann. Weil ich habe da schon so eine oder andere Erfahrung gemacht. Teilweise wurde ich auch am Anfang einfach, haben mich da irgendwelche Leute als Freunde hinzugefügt. Also, als ich Pottermore gerade entdeckt hatte, quasi. Ja! Nein, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Ich will dieses scheiß Jump'n'Run-Ding nicht nochmal machen. Wow. Scheiße, Mann, hab ich ein Schwein, dass der hier nicht durchpasst. Gut, dass du zu fett bist. Mann, warum redet der eigentlich nicht mehr mit mir? Mag der mich etwa nicht?
Finde ich aber ganz toll schade. Oh, jetzt habe ich Angst, dass er das gehört hat. Ah, nein, hat er nicht. Er rennt einfach mal direkt auf die andere Seite rüber. Sehr cool. Du hast so viele Tomaten auf den Augen, dass du mich gar nicht sehen kannst, selbst wenn du so wolltest. Okay, wo war ich stehen geblieben? ach ja, mich hatten halt am Anfang sehr viele Leute einfach nur so als Freunde hinzugefügt, obwohl ich die überhaupt nicht kannte, und haben dann halt angefangen, mit mir über Harry Potter zu schreiben. Das ist sehr cool, einfach weil. Ja. Oh. Die Vasen, meint er? Properly? Ich habe zwar keine Ahnung, was er damit meint, um ihn abzulenken, aber. Ach, er rennt jetzt die ganze Zeit da vorne rum, ich verstehe. Das ist jetzt aber nicht so gut, weil. Seht ihr, das ist so eine typische Situation, wo ich einfach gerne schnell speichern würde. Richtig, und du hast es gar nicht gemerkt. Okay, jetzt würde ich gerne mal noch an diese Seite. Ja, blöd, und du kannst sie nicht aufhalten. Und jetzt bin ich doch in dem Turm drinne. Hast wohl doch Tomaten auf den Augen, hä? Kleinen Moment. Kurz hier den Sound ein bisschen höher. Ernsthaft, jetzt muss ich auch wieder zurück. Wisst ihr, was ich ganz schrecklich fand auch? Auch was so, gerade was die Verfilmung von den Büchern angeht, von den Harry Potter Büchern. Ich habe ja schon mal angesprochen, dass ich die Tatsache, dass diese Denkarium-Szene aus dem fünften Teil. Oh, Mrs. Norris. Gute Idee, verzwirbel dich einfach. Dann kann ich hier in Ruhe zurückgehen. ich hatte ja schon mal angesprochen, dass ich diese Denkarium-Szene von Snape im fünften Teil, wo die Marauders das erste Mal wirklich gezeigt wurden, beziehungsweise wo es auch wirklich um die ging, essentiell, dass ich diese Szene einfach nur zum Kotzen fand. Ganz ehrlich, ich kann es nicht anders ausdrücken. Und dass ich davon einfach mega enttäuscht war. Das ist ja aber natürlich nicht die einzige Szene, von der ich enttäuscht war. Ich war allgemein vom fünften Band, genau, vom fünften Film sehr enttäuscht, weil der einfach von der Umsetzung her, da wurde unglaublich viel ausgelassen. Und ich bin schon wieder bei 23 Minuten, das heißt, ich werde hier gleich beenden. Und ich würde sagen, ich lasse mich über die Filme einfach im nächsten Part mal aus. Ja, wie gesagt, schreibt mir einfach unten in die Kommentare mal rein, wie ihr diese Pottermore-Seite fandet, was ihr daran gut fandet, was ihr vielleicht nicht so gut fandet und auch was ihr von meiner Aktion allgemein haltet, dass ich die Seite jetzt vorstellen möchte und dass ich euch da mal so ein bisschen durchführen möchte. Ich will euch die einfach näher bringen, weil ich finde diese Seite unheimlich interessant, auch um viel, viel mehr noch über Harry Potter zu erfahren. Schreibt mir das einfach mal unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, wie eure Meinung dazu aussieht. Und ansonsten. Schaut auch unten in die Videobeschreibung, da ist auf jeden Fall auch der Link zu der Pottermore-Seite drin. Und unter anderem habe ich da auch die Links eingepackt, oder werde ich da auch die Links reinpacken, die zu diesen Pottermore-Videos führen. Und
Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und unten in der Videobeschreibung stehen auch die Links zu meiner Facebook-Seite drin. Also ihr könnt mir auch gerne auf Facebook folgen. Und auf Twitter, da kommen auf jeden Fall auch immer meine neuesten Videos. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.